Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, Flut unter Heulebeland, Ratten und Rädchen und damit herzlich willkommen zurück zu Transport Fever, dem Transportunternehmen eures Vertrauens. Mit dabei Schaffner Valvorik. Tschu-tschu! Ihre Fahrscheine bitte! Verdammt, ich wusste, dass ich was vergessen habe. Oh, ja. Ja, und Zug-Oberbefehlshaber Arnold. Oh Gott. Meldekosen. Heißt bestimmt so. Wie schön. Wir sind zurück. 1883. Geil. Ja. Du hast letztes Mal noch was rausgesucht, was du mir dann bei WhatsApp geschickt hast. Stimmt, hab das an Screenshot doch geschickt. Wir sind da in Louisville, weil wir das hier verbinden könnten. Bietet sich ganz gut an. Da auf der einen Seite erzeugen wir Rohöl und auf der anderen Seite von Rohöl Öl. Und dann können wir es da gleich rein liefern in die Stadt. Jo, eigentlich, also nicht das Öl, aber das Treibstoff. Öl ist. Oder braucht die Öl. Stadt Öl? Die Stadt braucht Öl, komischerweise. Frage mich nicht, warum die Stadt Öl braucht, aber. Nee, Treibstoff brauchen die doch. Ah, oh, stimmt. Ja, dann. Dann bleibt das Öl einfach über. Ja. Treibstoff, das ist das, was, wenn ihr auf Klo müsst. Das ist der treibende Stoff. Egal. Egal. Okay. Gut, ja, dann machen wir das einfach mal. Ja, ne. Die Straße da ist aber ein bisschen scheiße. Ich glaube, die werden wir anders verlegen. Ne? Wir können sie auch wieder gänzen. Bah! Bah! Im Moment, wenn du feststellst, dass du bei Timelines und ein Video guckst für mehr Boni, aber das ist der die Lautstärke. Dieser Moment, wenn es dann. Ja. Schön. Oh, der Moment, wenn du feststellst, dass du gar kein Geld hast. Oh, können wir nichts mehr aufnehmen? Nee. Aktuell nicht. Abreißen, jetzt baust du ja schon wieder. Was? Ja, das hier passt ja, die Straße da. Ach so, okay. Das passt ja, und dann sollten wir da weiterführen, die Straße. Und die erste würde erstmal passen, wenn wir wieder mal Geld haben. Ja, wieso machen wir denn kein Geld? Haben wir Monatsende. Monatsende und wir haben Geld? Okay. Also Monatsanfang und wir haben Geld? Okay. Ja, Monatsanfang und Geld haben, das kenne ich. Monatsende und kein Geld haben, das kann ich aber auch. So meinte ich es gerade. So, okay, gut, dann. Erstmal ganz kurz Pause. Ach nee, dann doch weiterlaufen lassen. Ich würde sagen, warum eigentlich? Wir brauchen das Geld. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, oder? Okay, du kannst noch versuchen, einmal N zu drücken. 4, 5, 5. Passiert nach N. Oh, ne. Und M nicht. Nee, nee. War nicht besser. Hardcore. Nein! Nein, zu spät geklickt! Nein, zu spät geklickt! Aber passt ganz gut, da kommen wir da raus und dann können wir. Kommen unten wieder rein. Können wir da direkt durchfahren und dann in die Stadt rein. Wenn man sich jetzt die Nutzung anschaut, sieht man, wir müssen da rein, ins Gelbe. Passt doch ganz gut, weil da können wir hier vielleicht versuchen, eine Straße wegzuführen und da dann zum Beispiel beim Bahnhof in den Bahnhof reinstellen. Joa. Das war jetzt mal so mein Plan. Mhm. Die Straße kann gebaut werden. Oder hast du schon? Hab ich schon. Also, okay. Haben wir schon alles da. Ich kann es noch aufrüsten, wenn das noch klappt. Hier so ein bisschen. Ja, gut aus. Sehr schön. Oder? Passt. Joa. Joa. Ich würde eigentlich fast eher sagen, diese eine Straße, die derzeit noch die Schienen kreuzt, führen wir auf der linken Seite vorbei, weil sonst müssen die LKWs zweimal die Richtung, also
Wie, was? Auf der linken Seite vorbeiführen? Meinst du jetzt die hier oder die da? Nein, die oben kommt doch eine Sandstraße aus der Stadt und kreuzt die Schiene. Diese Straße wäre ja die Straße, die derzeit unsere LKWs nehmen müssten, um von der Raffinerie zur Fabrik zu kommen. Damit würden sie zweimal die Schienen kreuzen, nämlich einmal unten und einmal Sandpiste oben. Ja. Genau. Ich würde es hier vielleicht rüberziehen oder so. Genau. Na dann, machen wir das doch. Oder soll ich es noch näher? Soll ich es in die Richtung? Soll ich es so machen? Wenn es irgendwo triggert, ja. Trigger. It's Trigger Party Time. Hä? Willst du mich doch verurschen? Ja, das oben ist wahrscheinlich zu. Der Winkel ist zu hart. Jo, das schaut so aus. Ein harter Winkel. So. Das ist kein harter Winter, das ist ein harter Winkel. Und da werde ich dann versuchen, mit der Straße da durchzugehen. Da so. Wäre mein Plan gewesen. Ja. Vielleicht direkt an unsere Straße da unten dran. Ja, wenn das gehen wird. Muss ich von der anderen Seite wieder machen. Genau. warte, machen wir das vielleicht jetzt gleich, weil ich habe gerade überlegt, wenn wir jetzt nicht genug Geld haben und fangen das Bauprojekt an, dann siedeln sich wieder die bösen Siedler daher. Die bösen Siedler. Denken sich, ja geil, Straße, die nehme ich. ganz happy bin ich nicht, weil ich komme hier mit dem. Ich bräuchte eigentlich noch ein zweites Gleis, das rausführt. Weißt du, was ich meine? The room? Weil wir da jetzt schon angefangen haben mit dem Gleis. So, das einfach. Ja, aber das Gleis, hinten. Was du rausführen willst, ist ja schon belegt von Louisville Huntington. Ja, nur vielleicht möchte ich nach Sacramento. Ja, dann werden wir eher weiter nach rechts die Gleise ausbauen. Das passt doch hier. Ja, aber da ist doch schon Huntington drauf auf der Linie, die du ziehen willst. Du kannst ja nicht auf ein und demselben Gleis zwei Züge. Na, ich kann es weiterführen lassen. Das geht schon. Ich könnte jetzt sagen, dass die gleich weiterfährt über Louisville nach Sacramento. Aha. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Okay. Wie viele Millionen konnten wir nochmal aufnehmen? Gute Frage. So. Ich meine, du kannst auch ganz ehrlich, das ganz unten, das Grüne, das ist noch nicht mal ein Haus, das ist eine scheiß Statue, glaube ich. Oder ein Kran, da ist noch nichts Stehendes. Da kannst du ja wegreißen. Ja, neun Bewohner. Ja, aber da steht ja nichts. Zoom mal ran. Der ist dabei, steht noch nichts. Aber halt, sieht schon mal sehr hellgrün aus. Egal, du hast recht, Bogen. Ich reiß das weg. Genau, diesen Bogen von der Straße. Aber dass ich das mal von dir höre. Ja. Was wegzureißen, Anno? Ich bin anpassungsfähig. Was ist denn hier los? Ich könnte doch gemeinsam und sowas sagen, wie die klügere Zahnbürste gibt nach, aber... Anodent! Anodent! Passt so? Joa. Na gut. Plumpf. Guti. Dann brauchen wir einen, großen oder einen kleinen? Cargo, nicht Bus. Stimmt. Gerne. Machen wir groß oder klein? Also, weißt du, was ich gucken möchte? Ja. Na klar. So, warte mal, wie ging das jetzt nochmal? Wo sieht man, wann was grau ist? Okay, da war sehr wenig. Weil ich muss. Nichts, aber du müsstest die Straße wahrscheinlich einmal zum Bahnhof rüberziehen irgendwie. Ich fürchte dich auch. Jo, das hab ich mal schon gedacht. Ja, geil. Ja. Ah. Geht's echt nicht? Ich glaube. Ja, da leider nicht. Es triggert nur hier. Und da könnte ich halt. Ich könnte versuchen, mit einer kleinen da durchzukommen. Machen wir eine ganz kleine. Oh, wie süß!
Dann machen wir eine bisschen größere. Okay. Ja, das nehme ich. Ja. Ist gekauft. Ihr kauft. Dem darf es noch ein bisschen mehr sein. So, und dann mache ich, da mache ich jetzt die große. Ja, schön. Da geizt er nicht, da klotzt er. Ja, sieht ein bisschen seltsam aus, aber dies passt schon. Okay, und wenn ich jetzt hier nochmal den LKW-Bahnhof mache, den Cargo-Bahnhof, dann sieht die ganze Sache schon besser aus. Hm, naja. Warum auch immer, da ich nichts bekomme, da ich nichts bekomme. Da ich nichts bekomme. Aber weil ich reiße das hier, glaube ich, ab. Das sind nämlich nur 2 und 4. Oder die 6er. Und baue hier so eine Straße. 2, die 4 oder die 6. Und baue da eine Straße durch. Weil die ist doch so ein bisschen schräger. Eine schräge Straße. Ist voll schräg, ey. Oder? Was meinst du? Ja. Bin noch gespannt, wohin du die ziehen willst. Oder willst du da jetzt das Cargo Port dran bauen? Ich mag das daher ziehen, die Straße. Und Cargo Port da. Unten dran? Jo, da. Das ist okay. Das ist okay. Was wir auch probieren könnten, wäre dann, wenn es dann immer noch nicht ausreicht, für die oberen die Straße oben weiter auszubauen. Das bringt ja auch nochmal mehr. Ach so. Reichweite dann. Na, glaubst du? Ja. Ja. Ja, das glaube ich ganz fest. Ich glaube da ganz fest dran, genauso wie an den Weihnachtsmann, den Osterhasen. Aber der Nikolaus ist scheiße. Genau. So, ja, okay. Okay, kriege ich das noch rum? Kriege ich den noch rum? Mache ich es halt so. Gott. Manchmal ist er echt so seltsam, oder? Ja. Wenn er selber irgendwas baut. Und sich dann fragt, was? Was du, Hölle? Okay, gut, dann probieren wir es auf der Straße. Ja, weil wir. Wird besser. Wahrscheinlich die Kollision. Ja, sieht schon besser aus. Die eine Eckens von der anderen Eckens kollidiert mit der Eckens. Die versuchen nur mehr Eckens? Jo, die schaut gut aus, oder? Jo, das ist nur eine Ecke, keine Latte. Ne? Die ist noch besser hin? Ne, ich glaube. Ich glaube nicht. Ja. Naja, wir decken einen gewissen Teil ab, sagen wir es mal so. Also, wenn wir es anders haben wollten, dann müssten wir es theoretisch so drehen, dass es an die obere Sandstraße irgendwie anschließt. Dann würden wir wahrscheinlich alles abdecken. Aber stimmt, ja. Also müssten wir halt mit den LKWs auch einmal komplett durch die halbe City irgendwie durch. Und da müssten wir ein bisschen was abreißen da von den guten Gebäuden. Ja. Ja, probieren wir es mal so. Ja. Ich meine, wir können ja auch noch, wir müssen da sowieso noch eine Straße herumführen. Würde ich sagen, dass sich auch die Stadt in die Richtung weiterentwickeln kann. Auf der anderen Seite vom Bahnhof. Und ja, dann kann der ja auch Bahnhof, immer noch. Dann kann die Stadt sich auch gerne mal weiterentwickeln. Das ist meine Prämisse. Ich mag es nicht, wenn sich die Stadt in irgendwelche Bereiche entwickelt, die ich nicht 100% mag. Abgeschlossen habe. Und dann im Nachhinein, nee, die ist immer blöd, wie ihr da gebaut habt. Ich muss nochmal komplett alles wegreißen. Naja, aber gut, den Bahnhof haben wir jetzt mal soweit. Ich meine, wir könnten dann noch andere Gleise dazu führen, aber zumindest. Das ist, was ich meinte. Derzeit haben wir nur diese 2 Gleise, die da sind, belegt. Ja, ja, wobei, das führt ins Nix. Das führt ins Nix, aber der Bahnsteig, da wo der Zug dann rein will, der ist belegt. Ja, ja, das stimmt. Da hat er recht. Man kann es zwar so abtimen, dass dann immer einer vorne wartet, bis der andere rausgefahren ist, aber so ganz optimal ist das dann auch nicht. Wie teuer ist es denn? Geht. Auch nur so ziemlich fast alles, was wir haben. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Okay. Na gut, dann haben wir mal das. Dann machen wir noch eine große LKW-Station. Tja, nee. Oder 2 sogar. Darf es ein bisschen mehr sein. Da direkt ins Waldgebiet. Wer braucht schon Wald? Eigentlich brauchst du gar nicht so weit ran, dann müssen die nicht so weit fahren. Wenn du es, glaube ich, unten an der Kreuzung machst, dürften sie immer noch Reichweite zum. Achso, du meinst. Oh, ja. Geht auch. Ich versuche aber die Fahrtstrecken so kurz wie möglich zu halten. Oh, hier der Profi.
Gerade wollte es am Anfang gehen. Oh, wie hollig. Ich hab nur so. Ja, nee, ist klar. Ja. Nicht schlecht. Ich habe gesehen, du hast auch wieder fleißig offscreen gespielt. Da schon die Profi-Tipps da. Ich? In deiner Superstadt. Du musst einmal die Stadt herzeigen auch. Ach, muss man hier mal durch sind, ja. Dann zeigen wir uns mal. Ja. Dann zeigen wir mal, ob es richtig geht, dann schätze. Ja. Ich würde übrigens hier, also, ich meine, dein Bauweise, ich würde hier genauso wieder vorschlagen zwei? Wie bei dem Brotkram. Eins zum Anliefern der Produkte und eins zum Abholen der Produkte. Okay. Vermeidet einfach zusätzlichen Staugedöns. Auch da irgendwie so, dass es gerade noch Reichweite jo, hat? Jo. Warum sollten die einen längeren Weg fahren? Macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja. Ja, ich meine, die Güter müssen halt irgendwie von da daher kommen. Ah, das Langst passiert automatisch, oder? Passiert das virtuell, weil. Ja, daran gewöhnt man sich nicht so leicht, weil man sich denkt, aber die Armen! Die Armen, die müssen das per Hand da rüberrollen! Genau! Da bin ich mir fast ganz sicher! Ja, ist schon komisch, oder? Alles ist simuliert, nur das nicht. Ja, also es gibt ja auch. Also, man will damit ja auch die Möglichkeit geben, wenn eine Fabrik ganz beschissen steht, um es mal unhöflich zu sagen, dass man die Straße um die Fabrik rumführen kann, dass man auf der linken, unteren oder rechten Seite dann auch noch so einen Abholer hinsetzen könnte. Bringt ja nichts, wenn die Reichweite nur 3 Meter beträgt, aber genau rechts oder links daneben dann einfach ein Berg ist, wo du nichts reinsetzen kannst. Hm. So, ich nenne es G. Louis? Louis? Der gute Louis! Louis! Erdöl, oder? Nee. Oder Erdöl, genau. Nee, was ist es zuerst? Rohöl, oder? Es ist zuerst Rohöl und wird dann zu Treibstoff. Okay. Dann machen wir Rohöl. Rohöl. Gut. Und dann oh, die nächste. Auch zu finden, Rohöl. So. G-Louis. Und das ist dann Treibstoff eigentlich, oder? Jo. Drei. Ja. Breche ich mal mit meiner Konvention. Machen wir mal 5 Buchstaben. Ich habe übrigens jetzt festgestellt, als ich gespielt habe, man kann mittlerweile nahezu unendlich viel reinschreiben. Ah, okay. Also du kannst ja hier testen, wenn du jetzt irgendwie, du kannst ja auch die Gebäude von dir umbenennen. Wenn du jetzt mal irgendwie eine von deinen LKW-Parkplätzen da. Achso, nicht das. Nicht die, aber unser LKW-Parkplatz so als Beispiel. Mhm. Da kannst du Ober-Louisville. Ober-Louisville, und das ist Louisville West. Das ist ja bayerisch! Ober-Louisville! Ich hätte jetzt eher gedacht, das eine ist Ober, das andere ist unser, aber okay. Also wenn du da auf den Stift klickst, kannst du mal testen, ja, wie weit wir zeichnen, also beschreiben können. Zeichnen, sag ich schon. Da ist jetzt, wir haben dort reichlich. Du hast so viel Scribble.io gespielt, oder? Im Zeichnen. Ja, das habe ich in letzter Zeit wirklich sehr viel. Wie ist dit? Okay, ja, sehe schon. Aber ja, ich habe mal gedacht, ich behalte das immer so ziemlich bei. Wirst jo. Du auch machen, oder? Das Monkoholic, wie ich dich kenne. Wirst du auch eher schauen, dass. Ich habe das Verfahren bei meinem Ding auch beibehalten, weil ich keinen Bock habe, dann, keine Ahnung, 300 Linien darum zu benennen oder sowas. Okay, gut. What next? Machen wir mal einen. Ich würde sogar fast sagen, dass wir in Louisville auch noch mal ein paar Pferdebusse kaufen. Tram-Depot, Straßenfahrzeug. Hey, wait, Louisville müsste doch schon längst ein Depot haben. War nicht Louisville das mit den. War das mit den Bussen, Louisville? Die fahren doch da. Da oben. Nee, das waren die Trams. Nee, das ist nur eine Tram, die wir noch nie weggerissen haben. Trust me, I'm very sure that Louisville has no tram. Okay. Ich guck trotzdem mal nach. B. Louis, okay, ja, das sieht auch Bus aus. Da haben wir recht. Haben wir im Übereifer mal irgendwann Straßen gezogen mit
Tramgleisen und gedacht, da wären ja immer richtig die Trams und dann doch nicht. Ich glaube, ich Tram. Ich bin der Schatz. Man könnte schon gar nicht mehr wegmachen, oder was? Ja, offensichtlich. Ah, ne, du musst auf den Werkzeug da, genau, auf den. Und dann. Was? Steigung zu groß? Echt? Steigung zu groß? Okay. Was für eine Steigung? Dies frage ich mich auch. Okay. Na egal, dann lassen wir halt da die Bahngleise. Ach, da Louis unten ist halt speziell. Mal, das ist für eine Straße. Schaut echt seltsam aus. Welches Bauamt hat denn das genehmigt? Leute, ey. Das ist echt so ein Ding, wo ich dann tatsächlich auch immer hergehe und das wegreiß. Also, so viel Häuser es auch kostet. Jetzt nicht, du tust das nicht, das kostet viel zu viel Geld. Aber ich, wenn ich meine Multimillionen schwimme, dann mach ich es. Genau. Hier, schön. Okay, Depot da hinten. Oben, genau. Okay, passt dann. Schauen wir mal, wie viel Geld wir haben. Wenig. Daran wird es nämlich eher scheitern. Obwohl, so teuer sind die gar nicht. Ja gut, wir brauchen die da, ne? Genau. Sollen wir mal so viel kaufen, wie geht? Einstellende Ware. Wo es geht. Konfi. Was? Konfi? unter dem Bildchen ist so ein Plus. Beste Konfi. Genau. Gut. Wir brauchen Rohöl. Das ist das Fass das unter der Kuh. Genau. Fass. Das heißt, wir können 10 kaufen. Dann würde ich sagen 5, oder? Erstmal 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann Treibstoff, das der Drohde. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Das ist nur der Nachteil, ich muss sie einzeln loswerden. Stimmt, ja. Nudi stimmt. Zuweisen, geh Louis Rohöl. Genau, wenn du übrigens oben, klick mal an und dann Linie zuweisen, dann gleich beim nächsten. Das klappt ja nicht, da haben wir ja gesagt, da ist er immer noch auf 62. Ich muss hier nochmal auf 63. Genau. Ja? Wenn du jetzt auf dieses Linie zuweisen, wenn du da anklicken, ja. Und oben rechts im Fenster ist ein Auge. Jo. Da zeigst du dir nur noch die an, die du jetzt in deiner Ansicht hast. Also in diesem Spielansichtsbereich. Ah, okay. Ist das immer schon? Ja. Okay. Das kannst du wie vorher schon. Aha. Nur so langsam kommen wir in den Bereich, dass wir mehrere Linien in einem Bereich bauen und... Okay, das ist aber praktisch. So agiere ich dann später fast nur noch, wenn ich dann irgendwie eine Buslinie, zwei Tramlinien, zwei, drei verschiedene LKW-Linien in der Stadt habe und so weiter. Da kommst du dann irgendwann durcheinander, wenn du da auf 1000 Linien untereinander aufgelistet kriegst. Das habe ich noch nie geguckt auf das Auge. Das Auge sieht alles! Ja. Es ist Sauron! Die Sau. Sehr schön. Und das sieht sie schon. Die sehen ja ulkig aus. Was haben die hinten drauf? Okay. Wie sollen denn da Fässer drauf? Judith frag ihm ja. Achso, die werden reingelegt dann, oder was? Die werden voll reingelegt, oder? Guck mal, das ist eine Straßenbahn-Cargo-Express. Behalte doch mal das im Kopf, die Louis will. Wir irgendwann, wenn wir Geld haben. Boah, Alter, was da für Leute stehen, hast du es gesehen? Ja. Wow. Ich sag ja, wir brauchen auch mehr Busse da in der Region. Ich mag das auch immer ganz gern, mal immer so in den Städten wechseln, mal ein bisschen was in Louisville machen und dann wieder mal bei anderen Städten vorbeischauen und die anpassen. Genau, also ich kann auch zum Beispiel. Oh, das müsste ich noch wegmachen. Ja, generell die Straße da ist noch ein bisschen. Ich würde die Straße auch da führen lassen eher. Warum denn noch? Die eine langt doch. Du brauchst nur noch die da oben und die unten. Achso, die ganz wegreißen, meinst du? Ja, die, genau, die komplett weg. Mhm. Boah, stimmt. Führt uns so zu Stau, wenn da irgendwann tatsächlich mal ein Zug längs kommt, also die Schranken ja, also überall die Autos und... So würde ich es nicht lassen. Hätte ich dann eine Überführung gebaut. Aber die Frage ist, wofür braucht man es wirklich? Ja, wofür? Das ist da oben doch über die Fabrik miteinander verbunden. Höchstens, wenn man dann sagt, man möchte es mit Sacramento verbinden, dann ist das halt ein bisschen ein Umweg, dass man hierher fährt und dann da weiter. Wir fahren doch mit dem Auto nicht. Hm? Wir fahren ja mit dem Auto nicht.
Nee, wenn wir nach Sacramento. Du hast mal gemeint, es gibt auch die Möglichkeit, zwei Städte mit Straßen zu verbinden. Also mit Bussen quasi, so einen Fernverkehrsbus einzurichten. Geht auch. Mache ich immer in Regionen, wo die nah beieinander sind, oder? Ja, entweder das oder wie jetzt hier, Sacramento ist einfach so klein, dass ich irgendwie finde, da lohnt sich noch kein richtiger Zug. Mhm. Also würdest du das eher dann mit so einem Bus, so Fernverkehrsbus... Als jetzt nicht, jetzt lohnt es sich absolut nicht, weil die viel zu lange rumeiern würden, bis sie da unten mal ankommen. Mhm. Die verbringen ein Jahr pro Straße von links nach rechts, kosten die ganze Zeit nur Geld und bringen dann am Ende 5.000 ein. Also wenn sie da 5 Leute ausladen, mehr kriegen sie ja in so eine Pferdekutsche derzeit nicht rein. Ja, ja, weißt du, was du meinst. Aber generell lohnt sich mehr als eine Bahn, oder? Wobei, weiß man vielleicht auch nicht. Wenn wir später mal gucken, können wir gucken, ob Sacramento dann ein bisschen größer ist, weil so klein wie es jetzt ist, weiß nicht, ob es sich lohnt, da eine Bahn runterzuziehen. Praktisch wäre es halt, weil da gleich die, weil die halt auch gleich Güter zur Verfügung hätten und dementsprechend gleich noch besser wachsen könnten. Ja. Ja, die bestehende Straße nach Sacramento würde ich ja lassen, nur die, die eben halt unsere Bahn da so bescheiden kreuzt. Ja, aber irgendwie würde ich schon ganz gerne rüberkommen, weil ich möchte, dass sich die Stadt in die Richtung auch ausbreitet. Weil da ist es halt wirklich sehr limitiert und du merkst halt, es entwickelt sich halt alles rund um den Bahnhof herum. Das ist halt so, ja, so da hinten und da halt. Ja. No. Das heißt, es wäre schon ganz praktisch, wenn wir da so eine Brücke rüberbauen und dann da die Stadt weiterentwickeln lassen. Eine Brücke brauchst du aber mehr Abstand zu den Schienen, weil sonst kriegst du die Steigung nicht schnell genug hin. Ja gut, man kann ja die Brücke da rüber gehen lassen oder so. Zum Beispiel. Oder hier. No. Ich meine, die können es auch selber machen, wie beispielsweise das, was ich dir geschickt hatte, das Bild in Winterfell. Ja, es ist göttlich. Sobald wir jetzt irgendwie mehr Gleise brauchen, müssen wir den ganzen Scheiß da drüben wegreißen. Es ist ein Traum. Muss ich die zwei, ein Einfamilienhaus und so eine Zweierindustrie einfach mal dahergesetzt haben. Das Geile ist, er ist arbeitslos. Obwohl, nee, arbeitslos, heißt arbeitslos keine, dass er einen Job hat? Dass er einen Job hat, ja. Okay, gut, dann. Keine Arbeitslosen in dem Gebäude. Okay, dann macht Sinn. Die haben sich dann zusammengetan, das eine ist der Chef, der arbeitet dann rechts daneben in seiner Fabrik. Dann hat sie gedacht, extra für meine Fabrik schaffe ich hier nochmal 500 Kubiktonnen Sand und Dreck weg, damit ich das hier auch planieren kann, alles. Wenn die nächste Lawine kommt, möchte ich nicht in dem Haus stecken. Nee. Haus und Haut, in beiden nicht. Wusch. Also das sieht echt ein bisschen ulkig aus, diese Winterfelder. Ja, wie sie da oben wegnehmen und unten aufgeschüttet haben. Also ich glaube, die haben vom Berg oben weggetragen, damit die anderen Häuser direkt gegenüber vom Bahnhof sich da irgendwie ja, stimmt. Also. Nur um daher zu siedeln. Ja, ja. Wir werden übrigens so bald Folgenende von 28 Minuten laut Timer okay. Hier mir gerade. Ja, sie ist auch gerade. Danke, Autosave. Ihr müsst die Folge beenden. Die 10. Hinweis. Ding, ding, ding. Okay, da bauen sie sich auch schon hin. Zumindest einer. Oh Gott. Ja. Ja. Und da unten sind sie an den Schienen auch schon dran. Guck mal, wie weit die vorgegebenen Stadtstraßen echt schon weg sind. Boah, Alter. Okay. Oh, Gott. Na, wird werden die sich freuen, wenn wir den wieder alles wegnehmen dürfen. Aber die bauen selber keine Schienen, keine Brücken, oder? Brücken nicht, aber die werden es so machen, dass sie im Notfall den kompletten Sandkram da wegtragen. Das sieht dann hässlich aus wie sonst was, aber... Du meinst, dass die selber so eine Stadt hinbauen? Eine Straße? Die einfach sich auf Schienenniveau absenkt, ja. Also, dass sie es so machen quasi? Oder wie? Ja, wenn es irgendwie geht, ja. Vielleicht reißen sie auch den Teil wieder weg, da so ein Blödsinn werden sie dann machen. Sieht dann aus wie ein Louisville. Louisville ist das neue Schimpfwort hier in der Region. Ja. Das neue Mecklenburg-Vorpommern oder so. Ach
Entschuldigung an alle, die dort wohnen. Ach, die drei, die da wohnen. Ich war selbst noch nicht dort, aber von Hören sagen. MacPom hat so schlechtes Internet, die kriegen das gar nicht mit. Bis die diese Folge geguckt haben, sind wir unter der Erde. Wir haben uns wieder mit wem verscherzt. Die Produktion ist schon angehoben, also scheint schon die Obergrenze geknackt zu haben. Juhu, das wird die CSU freuen, nein, Schatz. So. Das heißt, wir werden dann hier noch mehr LKWs hinschicken. Joa. Auf diese eine Linie. Ja, das wird ausarten wie bei der Nahrungslinie, sag's dir. Krillers. So, warte, jetzt schauen wir mal, wie die jetzt so ausschauen. Na guck, das sind die Fässer. Okay. Das sieht nicht nach perfekter Ladungssicherung aus, aber ich sag ja nicht. Ja, damals 1886. Ah, da hat man es noch nicht so genau gesehen. Ah, nur 1886 war eine ganz andere Zeit. Ja. In spätestens einem Monat werden wir es erfahren. Was? Ey, da kommt Anno 1800 raus. Verdammt. Das war jetzt eine Anspielung drauf, Entschuldigung. Nur wenn ich Anno sag. Das kann ja nicht immer nur ich gemeint sein. Flup, flup, flup. Da ist er wieder dahin. Wunderbar. Okay, na gut. Na dann danke euch fürs Zuschauen und danke an den Anno fürs dabei sein. Und hui. Hui. Oi, 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 ist aber schaukelig da. Röhre. 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 Ja, dann danke euch fürs Zuschauen und... Liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschö, macht's gut. Tschüss.